Neues Spiel, neues Glück. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Mein Name ist Quissy und wir starten hier mit Farmarama. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch Musik kommen könnte, deswegen lasse ich kurz noch meine Musik aus. Aber wenn ich gleich merken sollte, es gibt keine Musik, mache ich sie gleich an. Ich habe Gott sei Dank noch Nutzerdaten gefunden, beziehungsweise ein Account konnte ich wenigstens noch regenerieren. Ja, neue Nutzungsbedingungen. Okay. Ah, ja. Okay. Farmarama muss erst ein Client installiert werden. Gut. Client muss installiert werden, ausgeführt und dann kann man das entsprechend spielen. Es ist anscheinend so, wie es aussieht, genauso das Schicksal ergangen wie mit Scarama. Ja gut, Scarama, Farmarama, klingt irgendwie ähnlich. Aber, kleinen Moment. Zack. Nö, jetzt ist unten ein bisschen abgeschnitten. Jetzt ist alles abgeschnitten. Taskleiste ausblenden lassen, bitte. Wie ging das nochmal? Da. Ja, gut. Ansonsten. Nein. Es beginnt ja auf jeden Fall schon mal super. Ich tue gerade mal alles im Hintergrund schon mal schließen. Kleinen Moment kurz. Ich tue das Bild ein bisschen anpassen. Ah, ist ein bisschen abgeschnitten dann. Okay. Dann folgendes. Dann kommt halt das hier oben drauf. Sieht wenigstens nicht ganz so schlimm aus, dann sieht es ja fast so aus, als wäre es gewollt. Gut. Wie gesagt, ich habe Nutzerdaten gefunden. Das alles gehört natürlich auch dazu, wie man Farmarama in 2023 spielen kann. Ja, du sollst jetzt nicht das Passwort merken. Jetzt hat er noch ein neues Fenster aufgemacht. Dann nehmen wir das hier. Kann ich das irgendwie Vollbild? Man hört es ganz leise. Und man sieht es ganz klein. Ja! Okay, wenn man raushabt, ist es zu leise. Gut. Tagesblumen. Okay, dankeschön. Hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, hier geht's zur Farm. Nee. Zu müde. Zurück, wo ist. Da ist meine Farm. So, können wir bitte irgendwie Vollbild machen? Falsche Taste. Okay. So wie es aussieht, kann man hier kein Vollbild machen. Gut. Dann muss ich es halt kurz großziehen. Kleinen Moment, ich tue es für euch entsprechend anpassen. Tut das überhaupt aktualisieren? Nee. Okay, ganz komisch. Ganz komisch. Weil ihr seht hier aktuell immer noch
was ganz anderes, was ich jetzt gerade sehe. Und ich versuche gerade währenddessen immer noch rauszufinden, wie ich Vollbild machen kann. Maximieren geht nicht, minimieren geht nur, Größe ändern geht nicht. Hälfte Neustart? Weiß ich nicht. Ich probiere es gerade immer noch. Warte mal kurz. So. Ja. Gut. Aber jetzt seht ihr wenigstens das Spiel. Gut. Wir haben 10 Minuten gebraucht, um das überhaupt hinzukriegen. Gut. Für euch ist es groß, für mich ist es ein kleines Fenster. Man kann kein Vollbild machen. Wir können hier... Erfahrung ernten. Okay. Das sind, glaube ich, so Deko-Sachen. Ich dachte, die gehörten eigentlich noch dazu, aber... Gut, wir haben... Heu... Gut. Wir hatten sehr viel Heu angebaut. Geheimnisvolles Setzling. Alles Mögliche ist entstanden. Wir haben hier noch Apfelbaum, Apfelbaum, XL. Schieß mich tot. Hier oben haben wir was, was noch nicht freigeschaltet ist. Hier haben wir noch einen Apfelbaum. Hier haben wir noch einen Apfelbaum. Hier haben wir noch einen Hühnerstall. Können wir erstmal säubern. Hier haben wir 3 Hühnerställe insgesamt. Und einen davon Level 2. Okay. Können wir sie füttern? Wässern? Moospennies. Okay, gut. Lagerhaus haben wir hier. Wir haben eine Windmühle. Hühnerfutter. Tun wir mal ein bisschen herstellen. 18 Minuten. Wir haben hier... Eine Produktionsschlange, also wir können hier mehreres theoretisch machen. Okay, interessant. Mähdrescher. Okay, Erntehelfer, okay. Achso, der kann uns hier theoretisch helfen, okay. Jetzt können wir gucken, was wir hier entsprechend anpflanzen wollen. Zehn Minuten, 5 Minuten, eine Minute. Kresse dauert eine Minute.
Weizen 10 Minuten. Ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ah. Okay, was ist jetzt passiert? Also. Können wir gießen? Wir können hier düngen. Warum das jetzt nicht bei Düngen ging? Keine Ahnung. Gut. Das soll mich jetzt aber nicht so stören. Goldblattbaum. Duftbaum. Mirabellenbaum. Okay. Okay, hier kann man auch wieder mit anderen Spielern interagieren. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. So, was haben wir hier? Ein Roulette. Was ist das für eine Währung? Oder sind das Freispins? Ich tue hier einfach mal drin. Stand X1, okay. Ich weiß jetzt schon, dass ich... Erfahrung haben wir jetzt bekommen, dass ich das Spiel nach diesem Let's Play auf jeden Fall nicht nochmal anfassen werde. Die nächste Zeit. Turbofutter? Gut, egal. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Das ist alles mit Leveln gesperrt. Ist gesperrt. Da ist fast alles gesperrt. Oh Gott, ich sehe schon. Ich habe hier keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das ist mir schon zu wild. Also man hat anscheinend wirklich viele Möglichkeiten, was hier jetzt neu dazugekommen ist. Vier Minütchen sind die reif. Gut, wir wissen ja, was daraus kommt, Möhren. Das alles durchzublicken, keine Ahnung. Die verlangen irgendwas von mir, wovon ich keine Ahnung habe.
Da bin ich raus. Ah, hier können wir Felder anbauen, okay. Bäume, achso, die kann man auch hier platzieren. Gegenstände. Dekoration. Die kann man kaufen. Und die kann man, ah, versetzen, okay. Ah, hier unten geht's teilweise los, okay. Können wir doch ein bisschen was liefern. Drei Hühner. Äpfel haben wir auch. Das können wir alles nicht bedienen. Das sind alles Quests. Aber gleich so viele auf einen Schlag liegt wahrscheinlich daran, weil das ein Account ist, was schon ein bisschen länger da ist. Okay, gut. Ein paar Quests konnten wir dennoch erledigen. Eine Minute sind diese Sachen fertig. Ich glaube, ich erinnere mich, was passiert, wenn man die Sachen nicht erntet. Aber beim Heu ist ja auch nichts passiert. Level 6 haben wir jetzt bekommen, wegen was? Keine Ahnung. Dann C. C passt für mich. Vollkommen. So. Können wir mal gucken, was sie das macht. Ah, okay, das. Anlegen. Ernten. Ah, das kostet alles. Okay. Das ist wieder so ein Quick Service. Kostet alles. Ich werde hier aber nichts auf den Feldern lassen. Weil sonst vergammelt das nur. Gut. Ziegelsteine haben wir bekommen. Okay, krass. Gut. Aber dann war es das dennoch für die Folge von Farmerama. Ist ein bisschen länger geworden. Vielleicht werde ich auch den Anfang ein bisschen zusammencutten. Sag ich schon mal, war Chris Happy, haut rein und ciao.